Wie findest du die besten Aktien für dein Depot? Aktien, in die du langfristig investieren kannst und auch in unruhigen Börsenzeiten gut schläfst. Genau darum geht es in diesem Video. Mein Name ist Thorsten Tiet, ich bin der Gründer des Aktienfinders mit über 115.000 Mitgliedern und ich würde mich freuen, wenn auch du von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitierst. Damit dir das gelingt, ist es ganz, ganz zentral wichtig, den Zusammenhang zu verstehen zwischen dem langfristigen Gewinnwachstum des Unternehmens, in das du investierst, und deiner zu erwartenden Rendite. Denn wenn du Aktien kaufst, dann gehört dir ein Teil des Unternehmens. Und dieses Unternehmen wird nur dann langfristig mehr wert und nur dann steigen die Kurse, wenn das Unternehmen seine Gewinne langfristig steigern kann. Das Ganze zeige ich dir jetzt mal rein visuell. Und zwar habe ich mir hier ein Beispiel ausgesucht. Das wäre die Deutsche Bank. Wenn wir hier in den fairen Wert reingehen, den benutzen wir jetzt nicht, um die Aktie zu bewerten, sondern um rein didaktisch den Zusammenhang zu zeigen zwischen der Gewinnentwicklung in grün, wahlweise auch in rot, und dem Kursverlauf. Und du siehst, wenn der Unternehmensgewinn steigt, dann steigen auch die Aktienkurse. Und wenn der Unternehmensgewinn fällt, dann fallen auch die Aktienkurse. Und das über den gesamten Zeitraum hier hinweg, um die 20 Jahre. Das wäre jetzt ein Negativbeispiel. An der Stelle noch ganz wichtig, keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung. Viel wichtiger als einzelne Aktien kaufen, Verkaufsempfehlung hier, grundlegende Zusammenhänge zu verstehen. Ich habe noch ein anderes Beispiel mitgebracht. Das wäre BioNTech. Und BioNTech war ja in aller Munde während der Corona-Pandemie. Der Kursverlauf ist förmlich explodiert von 14 auf über 400 US-Dollar, weil der Unternehmensgewinn explodiert ist. Und dann hat der Unternehmensgewinn aber wieder oder ist in sich zusammengefallen und der Aktienkurs ebenso. Auch BioNTech nicht geeignet aus meiner Sicht für ein langfristiges Investment. Glücklicherweise gibt es viele Aktien, die da bei der langfristigen Gewinnentwicklung deutlich besser sind. Beispielsweise jetzt Bechtle. Man sieht, wie die Unternehmensgewinne schön steigen von Jahr zu Jahr und auch der Aktienkurs steigt entsprechend mit. Nicht wundern über diese seltsamen Ausschläge hier. Das sind die Übertreibungen und Untertreibungen, die für die Börse an der Tagesordnung sind. Aber langfristige Investoren haben hier eher eine Chance, günstig beispielsweise dann zu einer Qualitätsaktie zu kommen, wenn sie dann entsprechend bewerten die Aktien. Dafür ist ja auch der faire Wertreiter eigentlich da. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man in solche Qualitätsaktien oder wie man solche Qualitätsaktien, die ja Unternehmensgewinne langfristig steigern, am einfachsten findet. Die Grafik sieht zwar schön aus, aber man will jetzt hier nicht komplett durch Tausende von Aktien hier sich so eben entsprechend durchscrollen von Aktie zu Aktie, sondern das hier anschauen. Deshalb haben wir uns eine Kennzahl ausgedacht bzw. entwickelt, wie man den langfristigen Gewinnverlauf sichtbar machen kann. Das wären die Stabilitätskennzahlen, insbesondere die Stabilität des Gewinns. Und ich habe hier einen kleinen Merkzettel gemacht, in dem sind die drei Beispielaktien drin. Und die Stabilität des Gewinns wird ja auch als Kennzahl im Screener angezeigt. Das wäre das hier. Und du siehst, bei Bechtle steht eine 0,95. Das ist hervorragend. Ab 0,8 reden wir von Qualitätsaktien. Der maximale Wert wäre 1. Und dann haben wir hier die Deutsche Bank. Und hier haben wir einen Wert von minus 0,44. Wenn der Wert positiv ist, dann heißt das im Prinzip, das Unternehmen seine Gewinne langfristig steigert. Wenn er negativ ist, das Unternehmen langfristig immer mehr Verlust macht, beziehungsweise die Unternehmensgewinne kleiner werden. Und bei BioNTech ist es im Prinzip uneinheitlich. Und wir sollten auf solche Qualitätsaktien wie hier in dem Fall bei Bechtle mit einer Stabilitätsgewinn von 0,95 nach solchen Aktien Ausschau halten. Ich zeige dir jetzt auch nochmal, wie wichtig das ist über die drei Aktien hinaus. Man kann hier den Screener mit dem Trenner auch vergrößern bzw. verkleinern. Und ganz rechts haben wir Kennzahlen bezüglich der Kursgewinne oder des Kursverlaufs der Kursgewinne über gewisse Zeiträume, beispielsweise 10 oder 15 Jahre. Und darum geht es, wenn wir langfristig investieren, dann reden wir über solche Zeiträume. Und du siehst, dass hier
auf 10, 15 Jahre, da dominiert eindeutig die Farbe Grün. Es gibt Verlierer, aber die Farbe Grün dominiert, während beispielsweise vor einem Monat hier wir auch noch sehr, sehr viel Rot haben. Also kurzfristig ist die Börse dann ein Glücksspiel sozusagen, und aber langfristig, da steigen ja die Aktienmärkte und damit dann auch die meisten Aktien auch mit. Jetzt haben wir aber immer noch relativ viele Aktien leider, die Verliereraktien sind, und ich zeige dir jetzt, wie du die Gewinnstabilität verwenden kannst, um diese Verlierer rauszufiltern. Dafür gehen wir in den Qualitätsfilter, und auch hier haben wir die Stabilitätskennzahlen wieder. Die Stabilität des Gewinns mindestens 0,8, also mindestens Qualitätsaktie, und Stabilität des Cashflows, und das ist ganz wichtig, du hast diese Stabilitätskennzahlen nicht nur für den Gewinn, du hast sie auch beispielsweise für den operativen Cashflow, für den Umsatz und sogar für die Dividende. Nehmen wir also auch die Stabilität des Cashflows mit rein. Jetzt haben wir also auf Unternehmen gefiltert, die ihre Gewinne und den Cashflow langfristig stabil steigern. Und es sagt aber noch nichts aus über den Winkel bzw. über die Dynamik der Gewinn- bzw. Cashflow-Steigerung. Dafür gibt es diese Zuwachsraten hier. Sagen wir mindestens 5% im jährlichen Mittel auf die letzten 10 Jahre soll Gewinn und operativer Cashflow gestiegen sein. Und jetzt haben wir auch den Filter schon angewandt. Ist nach wie vor alphabetisch sortiert. Aber jetzt sind natürlich die Aktien, die diesen Kriterien nicht entsprochen haben, rausgefiltert. Und du siehst jetzt hier auf 10 Jahre, dass wir hier relativ wenig Rot haben. Also bis jetzt haben wir noch überhaupt kein Rot. Und ich scroll immer noch weiter. Irgendwann wird schon was kommen. Jawohl, hier haben wir eine, die immer wieder, du immer noch Verlust gemacht hättest. Und da haben wir noch eine andere. Aber in Summe sehr, sehr wenig Aktien. Das waren jetzt die ersten 100 Aktien gewesen. Das sollte mal reichen als repräsentative Stichprobe. Jetzt könntest du vielleicht einwenden, alles schön und gut, aber das ist eine Vergangenheitsbetrachtung und die Stabilitätskennzahlen werden berechnet auf Basis bis oder 20 Jahre gehen wir da zurück und stellen dann den Zusammenhang, messen dann den Zusammenhang zwischen der Gewinnentwicklung, Cashflowentwicklung etc. im Zeitverlauf und brechen darauf basierend eben die Kennzahlen. Alles schön und gut, aber das ist ja Vergangenheit. Und ja, stimmt erstmal, die Vergangenheit ist kein Garant für die Zukunft, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du ein Unternehmen hast, dessen Geschäftsmodell funktioniert und das in der Vergangenheit sein Unternehmen seine Gewinne gesteigert hat, dass auch in der Zukunft seine Gewinne steigern wird, ist deutlich höher, als wenn du in ein Unternehmen investierst, dem das bislang nicht gelungen ist und jetzt plötzlich, wo du die Aktien im Depot hast, soll das passieren, soll das gelingen. Nichtsdestotrotz, die Erfahrung zeigt auch, und ich habe schon sehr viel Erfahrung, ich bin schon über 20 Jahre an der Börse, seit 25 Jahren ungefähr, die Erfahrung zeigt, dass es immer wieder Enttäuschungen gibt. Das heißt, du kaufst Qualitätsaktien und dann entwickeln sie sich nicht so, wie du es erwartet hast, oder die Wachstumsstory scheint wirklich komplett vorbei zu sein. Das ist aber nicht schlimm, denn du investierst ja nicht in eine Qualitätsaktie, sondern in unterschiedliche im Rahmen der Depotdiversifikation, und die Vergangenheit zeigt auch nicht nur, dass die Vergangenheit kein Garant ist für die Zukunft, sondern dass es im Normalfall funktioniert und dass noch viel, viel schöner die Gewinneraktien, die Verliereraktien bei weitem überkompensieren. Und wenn du das mal sehen willst, wie das in der Praxis aussieht, hier, wir haben zwei Echtgelddepots, dann das Standarddepot, das gibt es schon seit 2019. Und da machen wir auch im Rahmen von Buy and Hold and Check, also mit ruhiger Hand investieren wir 20 Qualitätsaktien. Wenn du hier die Position aufklickst, dann haben wir uns von einigen schon getrennt. Und das sind die Verliereraktien. Das sind Aktien, da haben wir schon erwartet, dass es besser läuft. Ist aber nicht passiert. Und dann haben wir gesagt, nee, wir investieren, wir tauschen die Position. Wir investieren jetzt in andere Qualitätsaktien. Und dass man hier Verlierer hat und auch hier oben noch eine oder andere Aktie hat, die quasi im roten Bereich, ist gar nicht schlimm, denn die Gewinneraktien, die auch in Summe die Mehrheit stellen, überkompensieren die Verlierer bei weitem. Und so kann man wirklich schöne Renditen langfristig erzielen mit ruhiger Hand und kann auch in unruhigen Börsenzeiten gut schlafen. Und jetzt lade ich dich ein, das Ganze einfach mal selber auszuprobieren
Und zwar ist hier im Aktienfinder die einfache Mitgliedschaft bereits völlig kostenlos. Du hast nicht Zugriff auf alles, aber du hast genügend Zugriff, zum Beispiel auf 50 Aktien, von denen die meisten Qualitätsaktien sind, das eben Gesagte einfach mal selbst zu erfahren. So, jetzt weißt du, wie du die besten Aktien für dein Depot findest. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf gute Investments.